So, hallo und willkommen zurück. Wir versuchen weiterhin einen einzigen, mindestens letzten Mia zu finden. In der Hoffnung, dass wir damit dann endlich aus dieser Karte hier rauskommen. Aber offensichtlich tue ich mir gerade ein bisschen schwer damit, das richtige Timing zu finden und vor allem endlich mal den Sprungknopf zu drücken, wenn ich ihn drücken sollte. Ja, die Alternative wäre natürlich, ich schwimme durch Unmengen von Wasser in der Hoffnung, dass mir der Sauerstoff reicht, beziehungsweise. Allerdings weiß ich schon, dass es eben auch einen Scuba Gear gibt gegen später. Und so fatal war das ja fast gar nicht. Wir versuchen das noch dreimal. Wenn es nicht klappt, werden wir wohl in lebensmüder ja, super. In lebensmüder Art und Weise uns durch das Wasser stürzen. Stürzen? Ja, genau, stürzen. Ja. Werden wir unser Leben riskieren unter Einsatz des Sauerstoffmangels. Und hoffentlich in der Hoffnung, dort anzukommen, dort ankommen, wo wir ankommen wollen. Ich hüpfe in die richtige Richtung. Ja, noch ist alles in Ordnung. Ach so. Wo bin ich? Ich bin da. Ich will noch viel höher hinaus. Hier müsste ein Lift kommen, genau. Was ich natürlich nicht möchte, ist, ich möchte nicht noch auch noch das letzte Continue verlieren. Das wäre ein bisschen ungeschickt. Ich bin der Meinung, dadurch, dass eben diese Schwebeplattform so prädestiniert nach oben geht, muss man doch eigentlich bloß darunter springen. Und wenn man sieht, wie knapp das ist, dann ist das entweder gewollt, dass man da nicht hinkommt, was ich dem Ersteller dieses Spieles durchaus zutraue, oder ich bin einfach nur zu deppert, um da rechtzeitig abzuspringen. Was ich dem Spieler dieses Spielers durchaus zutraue. Ha. Gut. Hier kommt wieder der Lift. Und ich meine kein Erfrischungsgetränk. Ja, das war jetzt perfekt. So muss es sein. Was haben die dann Lift hingebaut? Gut. Wir hoffen aufs Beste. Und jo! Das waren 11 Mias. Mission bestanden. So, diese Mission selber hat nun 18 Minuten gedauert. Ich gucke einfach mal hier ganz lebensmüde, leichtsinnig auf die Zeit. Wir haben ungefähr 4 Minuten Spielzeit letzten Mal. Deswegen machen wir einfach mal weiter. So, wir haben jetzt wieder hier zwei neue Karten zur Auswahl. Einmal die überfluteten Tunnel Teil 2. Und einmal die überfluteten Tunnel, Teil A3. Eins ist hier. So, da stellt sich mir eigentlich gar nicht die Frage, welche wir jetzt nehmen. Ich klicke einfach mal auf die überfluteten Tunnel, Teil 2. Ich schaue mir mal die Info an und dieses Tunnelsystem wäre gar nicht so das Problem, wenn der Hauptlift funktionieren würde. Aber. Und. Wie komme ich auf aber?
Da steht doch nirgends ein Button. Und die Aliens haben natürlich wieder Security Points, ja, sicher Checkpoints würde man da eigentlich sagen. Gut. Sicherungspunkte installiert. Und zwar überall, über die gesamte Area, die über das gesamte Gebiet verteilt. So. So, jedenfalls sollte ich mich bemühen, diesen Lift wieder zum Laufen zu kriegen und diese Sicherheitspunkte zu deaktivieren. Okay, ich habe gerade überhaupt keine Vorstellung, was diese Sicherheitspunkte sind, Security Points. Ich würde Checkpoints sagen, aber wenn die Security Points sagen, dann tippe ich da eher auf Sentry Guns. Also automatisch feuernde automatisch feuernde Schnellgewehre. Das klingt irgendwie bescheuert. Sorry. Gut. Und mal wieder ist diese Gegend überflutet und führt teilweise dazu, dass deine Waffe einfach die Pistole sein sollte. Und denk nicht mal dran, das ist eine nette Formulierung, und denk nicht mal dran, weiter zu schwimmen, als du solltest. Solange du keine Aqualunge hast, also keine Wasserlunge, sprich kein Scuba-Dier. Also kein Tauchanzug. So. Also Aqualung sagt eigentlich was anderes. Aqualung ist mehr sowas wie Kiemen. Ob jetzt mechanisch oder mutiert oder was auch immer. Ist egal. Lange Rede, kurzer Sinn, nachdem ihr meine grauenvolle Übersetzung habt anhören müssen. Legen wir los. So, ich brauche 4 Mias. Das klingt ja fast zu einfach. Wird's aber nichts werden. Und deswegen fangen wir einfach mal an. So, was gibt's hier? Hier gibt's auf jeden Fall Wasser. So, ich soll nicht zu weit schwimmen, deswegen schwimmen wir mal darüber. Und knallen die Leute ab. Maschinengewehr klingt verlockend, aber wir sind hier im Wasser. Oh, eine grüne Card. Eine Green Card! Juhu, ich wollte schon immer mal eine haben. Und hier gibt's... Ah, perfekt. Den wollte ich auch schon immer mal verschrotten. Und den auch. Und Kirschen. Juhu. Das ist natürlich suboptimal. Da komme ich auch nicht hin. Aber ich kann versuchen, die Leute von... klar, natürlich. Wiedersehen. Die Musik finde ich übrigens auch wieder sehr schön. Gefällt mir gut. Kirschen. Ich mag Kirschen. So, dann schwimmen wir mal da unten hin. Juhu, Kirschen. So, hier geht der Lift auf. Keycard required. Keycard required. Ach, ich hab noch einen Vollpfosten. Das war ja jetzt fast ein Massaker. Gibt's hier eine... Ja, gut. Das war unbeabsichtigt.
Och nö. Gut, da hinten ist eine türkise Keycard. Hier ist aber eine grüne, das interessiert mich viel eher. Nein! Ah! Ich wollte doch da hoch. Ja, die hätte ich auch einfach haben können, fällt mir da gerade auf. Ich hätte einfach bloß von hier nach darüber hüpfen müssen. Genau. Ja. Wieder Zeit schinden. Immer diese Zeitschinder, furchtbar. Dreckspack. Curl abgeschafft. So. Ist die magische Frage. Was habe ich denn da? Da brauche ich einen goldenen Schlüssel. Oder hole ich einen Mia raus? Was habe ich denn da jetzt eigentlich aufgenommen? Was habe ich eigentlich im Inventar? Genau. Ich habe eine rote Keycard und eine grüne Keycard. Vielleicht hätte ich eigentlich zwei Minas rausholen sollen. Soll ich jetzt hier einen goldenen Schlüssel rausholen? Das sind Fragen. Das sind Fragen. Fragen über Fragen. Ich hole jetzt hier einfach den goldenen Schlüssel raus. Er braucht schon Mias. Kann halt bedeuten, dass ich diese Map neu anfangen muss. Nein! Nein! Ich will die Pistole! Ah, Three-Way Spread. Pistole, 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 Pistole. Wunderbar. So, da haben wir schon wieder eine Purple, eine lilane Keycard. Und hier ist wieder jemand tot. Ich will nicht diese Armor. Armor. Maschinengewehr. So. Einen Schlüssel habe ich ja offensichtlich nicht. Das heißt, ich krieg die Tür nicht auf. So. Für da oben brauche ich, soweit ich das sehe, Granaten. Oder komme ich da so hin? Nein, würde ich nicht behaupten. Wunderbar, ich habe wieder einen grünen Schlüsselkarten-Dingens. Und ich habe hier... Ah. So, jetzt habe ich da unten mal ein bisschen aufgeräumt. Dann werde ich mal gucken, was da so im Wasser liegt. Und eine rote Schlüsselkarte. Und das hat mich jetzt schon einiges an Gesundheit gekostet. Bin aber auch selber schuld. Muss man einfach so sagen. Ah, Cherries und Maschinengewehr. Die Cherries waren toll, das Maschinengewehr war jetzt etwas suboptimal. Auf der anderen Seite... Nun gut. So, ich habe wieder eine grüne Karte. Wie viele Mias habe ich bisher? Keinen.
ausgezeichnet. Dann hole ich jetzt noch einen goldenen Schlüssel oder hole ich meinen ersten Mir? Vor allem die magische Entscheidung ist ja... Welchen? Was habe ich denn noch im Inventar? Rot, rot, lila, grün. Naja. Tifa wurde gerettet. So, dann wollen wir doch mal schauen. Grüne Keycard. Und grüne Keycard. So, dann gucken wir doch mal, wie es da weitergeht. Ausgezeichnet. So. Wie geht's da weiter? Ah, das ist mir zu riskant jetzt erstmal. Wie geht's eigentlich da unten weiter? Sieht mir auch recht einseitig aus. Da ist auf jeden Fall noch ein Mir. Da oben ist auch irgendwas. Hier kommt jetzt mein Ding runter. Mein Lift. Also nicht mein Ding. Mann, 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 was ihr immer glaubt. Ich habe 13 gerettet. Ui. Autsch. So, ich will jetzt aber eigentlich erstmal den Schlüssel, der da liegt. Dann geht's erst ein Stück weiter höher. Also ich muss schon sagen, die Musik, die geht ins Ohr. Also mir zumindest. Jo, da gibt's... Kirschen, wunderbar. Und ich habe nicht mal die Waffe aufgenommen. Aber dafür habe ich jetzt den Lift verpasst. Und eine Lasergun mitgenommen. Entschuldigung. Ich wollte bloß meiner Begeisterung Ausdruck verleihen. Und mir wird hier gerade gesagt, dass ich leider schon wieder durch bin mit unserer Zeit und deswegen tut es mir furchtbar leid und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Abend, Tag. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns später wieder, aber den nehmen wir noch mit. Mit dieser Explosion auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.